Das mal so als. Ja, so ungefähr. Also, es gibt ja in der PTB verschiedene Standorte. Und der Hauptsitz ist in Braunschweig. Da kamen auch die beiden Kollegen her, die vor mir dran waren. Hier sind wir jetzt in Berlin-Charlottenburg. Und es gibt aber in Berlin noch einen weiteren Standort in Adlershof. Da stellt sich die Frage, warum braucht man jetzt in Adlershof noch einen Standort der PTB? Und das liegt daran, dass in Adlershof das BESSI steht. Das BESSI, das ist eine große Maschine, ein sogenanntes Synchrotron. Da bewegen sich Elektronen im Kreis, lassen wir da rumsausen. Und da geht es quasi immer so geradeaus und dann plötzlich ums Eck. Und immer wenn es ums Eck geht, dann spucken die Licht aus. Röntgenlicht, genauer gesagt. Und das leiten wir dann durch so ganz lange Stahlrohre, die sind so 30, 40 Meter lang. Und am Ende sitzt dann ein Petibist, der damit misst. Und wenn man anderen Wissenschaftlern erzählt, ja, wir haben da so diese Beamlines am Synchrotron und so, dann sieht man immer so ein Leuchten in den Augen und dann kommt so ein kleines bisschen Neid auf. Und das liegt daran, dass dieses Licht, was da rauskommt, das ist extrem brillant. Und man kann nirgendwo so gute Experimente machen mit Röntgenlicht wie am Synchrotron. Und wenn andere Wissenschaftler da messen wollen, dann müssen die immer so Bettelbriefe schreiben. Das nennt sich Strahlzeitanträge. Und wenn man dann Glück hat und dieser Bettelbrief wird genehmigt, dann hat man mal so 2 Tage irgendwann, wo man das benutzen kann. Und wir in der PTB, wir gehen einfach in den Keller, schalten die Anlage ein. Das ist natürlich schon sehr cool. Und weil sich das, also dieses BESSI, das gehört jetzt nicht uns, der PTB, sondern wir haben da nur ein paar so Beamlines, also ein Teil davon gehört uns. Aber weil sich die PTB nicht lumpen lässt, haben wir sogar noch ein zweites kleines Synchrotron gebaut und es steht direkt daneben. Und das gehört dann der PTB komplett. Jetzt ist es so, diese Sachen, das kostet eine ganze Menge Kohle. Also das BESSI hat vor 25 Jahren mal 200 Millionen Mark gekostet. Und die Leute, die Kohle haben, die sagen dann immer so, ja, die stellen so komische Fragen, was macht ihr da so den ganzen Tag, wozu ist das eigentlich gut? Und da kommt dann dieser Ziegenbock ins Spiel. Es gibt nämlich ein Oberpfälzer Volkslied, das man drauf spielen kann, was dieses ganz gut beschreibt, was wir da machen. Und das heißt, Spieglein, Spieglein, du musst wandern. Was wir dort machen ist, wir messen nämlich Röntgenspiegel. Wozu braucht man die? Um Handys zu bauen. Wenn ihr in den letzten 5 Jahren ein Handy gekauft habt, dann konnte man das nur deswegen bauen, weil es Röntgenspiegel gibt, mit denen die hergestellt worden sind. Also die Firma Zeiss zum Beispiel baut solche Röntgenspiegel und die werden von uns in Adlershof von der PTB gemessen. Und wie das so aussieht, das hört ihr jetzt im Lied vom Röntgenspieglein. Schau da links, schau da links.
ja ein Kratzerkrieg. Schau, da liegt's, schau, da liegt's, das ist ja kein Kratzerkrieg. Fertig, dann schauen wir uns die Daten an. 1%, 1% geht als unsicher heilig an. 1%, 1% geht als unsicher heilig an. Mit den Daten eingepackt wird das Spieglein dann versagt. Zurück zu Zeiss, zurück zu Zeiss, kleines Spieglein, Spieglein reiß. Zurück zu Zeiss, zurück zu Zeiss, kleines Spieglein, Spieglein reiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist denn das Spieglein hin? Nach Berlin, nach Berlin, wo die besten Spieglein sind. So bin ich